Darauf freuen wir uns wirklich sehr. Ihr seid dieses Jahr wieder auf der INFA vertreten, habe ich gehört. Ja, wir sind zum 8. Mal dieses Jahr auf der INFA vertreten. Die Bühnenshow, die wir zweimal täglich machen. Und dort werden wir live Sachen unterbreiten, unter dem Publikum erklären, Beratung, viele Techniken gezeigt, die ich jetzt so ein bisschen heimlich halten möchte. Und ist euch überraschend, sag ich mal so. Die INFA wird dieses Jahr 70 Jahre alt. 70 Jahre alt, Deutsche Messe AG. Und zu diesem Anlass haben wir natürlich diese Neuheiten, die wir dann speziell an diesen Tagen genau erklären und akzeptieren. Die Sache wird mit Sicherheit spannend. Glaub mir, Anja, es wird spannend. Wo finden wir euch denn? Wir sind in der Halle 19, L42. Die L42 befindet sich dann praktisch, wenn man vom Nordeingang kommt, direkt. Da läuft man auf uns zu. Das sind vielleicht 100 Meter, sind wir schon zu sehen. Genau gegenüber der Bühne. Und wenn ich gerne auf die Bühne möchte, als Kunde, wie mache ich das? Wie kann ich das erreichen? Wann muss ich mich melden, damit ich rechtzeitig bin? Haare aufmachen, Augen zu und durch. So würde ich das interpretieren. Einfach dich melden am Tresen bei uns, bei den Damen. Dort werden sie die Termine vergeben und wir haben zwei Auftritte für die Bühne. Dann werden wir schon sehen, in welchem Auftritt, in welcher Zeit wir dich nehmen können. Und natürlich begrüße ich jeden, der auf die Bühne kommt. Die Bühne hat etwas einen Sonderpreis sogar. Das ist etwas preiswerter, als wenn ich am Strand schneiden würde. Auf der Bühne werden wir nur im Prinzip Haarschnitte demonstrieren. Und Beratung, das ist unser Schwerpunkt auf der Bühne. Alles Weitere machen wir am Stand. Also du kannst im Prinzip alles machen, was du in einem Friseurbetrieb tust. Also wenn du so sehen möchtest, wir richten dort kompletter Laden mit Waschanlagen, mit Farben, mit allem, was du dir wünschst. Und dann nach 9 Tagen wird dieser Laden abgebaut. Und kannst alles bekommen.